Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir sind gestern von unserer Konferenz in Colorado zurückgekommen und ein wenig müde. Aber gleichwohl werde ich heute diese Predigt aufnehmen, damit Sie am kommenden Sabbat eine Predigt haben, eine neue Predigt, um sie sich anzuhören. Nun, interessant für mich ist allerdings, dass die Themen, die ich in den letzten Wochen angeschnitten habe, nicht unbedingt das Interesse einiger geweckt hat. Ich sehe das ja an den Views, wie viele Leute so zuhören und zuschauen. Und mir ist bewusst, dass es dies Predigten sind, die vielleicht nicht so populär sind, weil sie Ihnen mehr oder weniger einen Spiegel vorhalten und Ihnen zeigen, wo Sie falsch liegen und wo Sie sich ändern müssen. Und das hört man ja nicht so gerne. Man hört ja viel mehr und viel lieber auf Predigten, die sich mit Prophezeiung beschäftigen, denn das ist ja schon eine sehr intellektuelle Sache. Da kann man ja vielleicht so ein bisschen mitspekulieren oder auch man tut es aus Besserwisserei, weil man dann eben zeigt, wie viel mehr man versteht, als was da so in den Predigten gesagt wird. Wenn Sie sich Predigten über Prophezeiungen anhören, ohne im Hintergrund zu verstehen, dass auch diese Predigten dazu dienen sollen, Ihnen zu helfen, ein besserer Mensch zu werden, dann haben Sie total die Motivation der Predigten übersehen, total gar nicht verstanden. Wenn Sie die Bibel lesen, ohne das Bewusstsein zu haben, Sie lesen die Bibel, damit Sie erkennen können, was Gott Ihnen sagt, damit Sie sich bessern müssen, dann lesen Sie die Bibel total sinnlos, ohne irgendwelche Erfolgsrate. Und so ist es leider auch der Fall, dass für viele Jahre hinweg Menschen uns zuhören, zuschauen, hin und wieder auch uns schreiben, aber da kommt nichts. Ich meine, da kommt nichts Substanzielles. Da kommt vielleicht eine intellektuelle Frage, die mit dem Problem, die der Mensch, sagen wir einmal, befasst ist, gar nichts zu tun hat. Es geht zum Beispiel um Leute, die seit vielen Monaten, wenn nicht Jahren, so wie Sie selbst es mir geschrieben haben, in einer sündenvollen Beziehung leben, um es deutlich und vorsichtig auszudrücken. Und man hofft natürlich immer, dass da irgendwann sich einmal etwas tut. Und dann erhalte ich eine Frage, die mit der praktischen Notwendigkeit der Änderung dieser Person absolut in keinster Weise etwas zu tun hat. Und dann frage ich mich ja, ist alles dies jetzt sinnlos gewesen für diese Person, für viele andere auch? Nun, ich würde mich in keinster Weise entmutigen lassen. Ich würde die Serie, wenn Sie so wollen, die ich angefangen habe über die Könige von Juda, fortsetzen und werde heute erneut eine Predigt geben im Hinblick auf einige Herrscher, die uns etwas sagen sollten, das Leben dieser Herrscher, damit wir erkennen können aus ihren Fehlern, um die nicht zu tun oder, wenn sie sich bessern, diesem Beispiel zu folgen. Nun, die meisten sind da gar nicht daran interessiert. Die sind vielmehr daran interessiert, da stundenlange Programme zu veranstalten, uns dadurch den Dreck zu zerren, um zu zeigen, wie sehr wir doch falsche Dinge lehren, weil sie, die das ja nun veranstalten, die wissen ja alles besser. Und dann begehen sie auch noch strafrechtliche Handlungen, indem sie unsere Videos benutzen und dann irgendwie verändern. Strafrechtliche Handlungen. Wie steht es da mit der Christenheit einer solchen Person, die sich nicht davor scheut, strafrechtliche Vergehen durchzuführen? Aber ich meine, Gott wird sich dieser Person annehmen, nur wenn sie auf solchen Unfug, auf solchen Blödsinn, auf solche blasphemischen Äußerungen hereinfallen, dann tun sie mir leid. Dann tun sie mir wirklich sehr leid. Und so werden wir uns heute ein wenig wiederum mit Königen aus dem Hause Juda beschäftigen, wie sie im zweiten Buch Chronik beschrieben stehen. Und wir haben auch in der Konferenz, die wir abgeschlossen haben, sehr über das Werk, sehr viel über das Werk gesprochen und auch Wege diskutiert, wie wir noch mehr die Wahrheit an die Welt herausbringen können, denn darauf kommt es an. Schauen Sie, es geht um das Evangelium vom Reich Gottes, der frohen Botschaft, der guten Nachricht vom Reich Gottes. Das ist der Gottfamilie, die aus dem Vater und dem Sohn besteht. Und wenn Sie den Heiligen Geist erlangt haben und viele von Ihnen, die mir heute zuhören,
wenn es sich so um die zigtausende, 20, 30, 40, 50, 60, 70, was immer, tausend Zuhörer handelt. Sie haben den Heiligen Geist nicht erlangt. Das kann ich Ihnen auch dogmatisch versichern, denn es gibt da gewisse Voraussetzungen. Und Sie sollten sich unsere Broschüre über die Taufe durchlesen, um herauszufinden, ob Sie überhaupt in die Kategorie fallen, dass Sie den Heiligen Geist erlangt haben. Aber diejenigen, die den Heiligen Geist erlangt haben, das sind gezeugte Kinder der Gottfamilie. Sie sind noch nicht wiedergeboren, sie sind noch keine Geistwesen. Aber sie sind gezeugte Kinder, weil sie den Heiligen Geist erlangt haben. Und sie bewegen sich hin auf das Potenzial, zu einem Gottwesen zu werden. Wenn ich das sage, dann lehnen einige das ab und sagen, ach, das ist ja Blasphemie. Die das sagen, haben keine Ahnung von dem, was die Bibel lehrt. Die Bibel lehrt deutlich, eindeutig, dass sie zu einem Gottwesen bestimmt sind. Und wenn Sie die Bibel akzeptieren, das, was da geschrieben steht, dann müssen Sie auch das akzeptieren. Ansonsten machen Sie da Abstriche. Ansonsten sagen Sie, ach ja, das ist ja nicht unbedingt das, was die Bibel lehrt, oder das kann ich ja so nicht verstehen, von daher muss es ja nicht wahr sein, kann es ja nicht wahr sein. Nein, Sie haben eine Verantwortung. Sie haben die Verantwortung, selbst für sich zu entscheiden, wollen Sie Gott glauben und wenn ja, wollen Sie ihm gehorchen. Und viele glauben vielleicht das, was die Bibel lehrt, aber wollen nicht gehorchen. Leben nach wie vor in diesen triebhaften Beziehungen und dann fragen sich, warum alles so in ihrem Leben daneben geht. Oder vielleicht sehen sie das noch nicht einmal ein, dass vieles in ihrem Leben daneben geht. Und dann wenden sie sich mehr und mehr von der Wahrheit ab und in diesem Maße wird sich Gott mehr und mehr von ihnen abwenden und dann werden sie am Ende gar nichts mehr verstehen. Und das haben wir auch immer und immer wieder erlebt. Dann haben Menschen auf einmal aufgehört, die Festtage zu halten, den Sabbat zu halten. Oder sie sind so, ich möchte sagen, selbstgerecht geworden, dass sie besser verstehen, wie man den Sabbat halten muss, als die Predigerschaft innerhalb der Kirche Gottes, die schon seit vielen, vielen, vielen Jahren dies versteht, ohne die sie vielleicht es gar nicht verstehen würden zunächst einmal. Und dann auf einmal heißt es ja, wir halten es aber nicht richtig, denn sie wissen ja auf einmal weitaus mehr. Unglaublich. Und dann gibt es Menschen natürlich, die, so wie die sogenannten Pantoffelhelden, ihren Frauen nachtrotteln. Und wenn dann die Frau, in vielen Fällen ist es die Frau leider, dann sie ihre eigenen Auffassungen vertritt und dann, sagen wir einmal, den Weg der Wahrheit verlässt, dann trotteln die so schön ohne Rückgrat hinterher. Andersherum geht es allerdings auch, dass der Mann weggeht und in vielen Fällen ist das auch der Fall. Der Mann geht weg von der Wahrheit und die Frau trottelt hinterher, ohne überhaupt sich darüber im Klaren zu sein, was sie da tut. Ich habe beide Extremfälle öfters erlebt und mich dann gefragt, ja, haben Sie diese Menschen überhaupt gar nicht bewiesen, was eigentlich die Wahrheit ist? Wie konnte es dazu kommen, dass Sie, die gut angefangen haben, so böse, so schlecht, so erbärmlich geendet haben? Und so werden wir uns heute ein paar Beispiele anschauen und schlagen wir bitte zusammen 2. Chronik Kapitel 33 auf. Nun, hier geht es um jemanden, der es hätte besser wissen müssen. Denn er war der Sohn eines gerechten Königs. Ich spreche hier von Manasse, dem Sohn von Hiskia. Nun, wie wir in der vorangehenden Predigt gehört haben, Hiskia hatte auch seine Fehler. Hatte auch Krankheit aufgrund von Ehrgeiz, aufgrund von Stolz. Aber er hat sich im Großen und Ganzen gerecht verhalten. Und es heißt auch, dass er große Barmherzigkeit hatte. Man kann auch übersetzen, große Güte. Und jetzt kommt der Sohn Manasse. Und da hätte man vielleicht daran denken können, dass der nun auch in den Fußstapfen seines Vaters folgt. Aber leider ist das auch nicht der Fall, dass, sagen wir mal, gerechte Eltern dann Kinder hochbringen, die in keinster Weise gerecht sind. Und das muss nicht unbedingt an den Eltern liegen. Denn jeder hat ja seine eigene Entscheidungsgewalt. Und es gibt eben rebellische Kinder, die wollen und wollen einfach nicht hören, egal was man da macht. Manasse scheint ein solcher Fall gewesen zu sein. 2. Chronik 33, angefangen Vers 1. Manasse war 12 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 55 Jahre lang in Jerusalem, Vers 2, und tat, was böse war in den Augen des Herrn, nach den Gräueln der Völker, die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte. Warum tat er das? Die Bibel sagt uns das hier gar nicht. Darauf kommt es eigentlich auch gar nicht an. Es kommt nicht unbedingt auf die Rechtfertigung an, warum man böse wird, warum man das Falsche tut. Worauf es ankommt ist, dass man das Falsche tut. Und Gott wird keine Rechtfertigung gelten lassen.
und sagen, ja, die Person hat das getan, weil ja, die Umstände waren ja dementsprechend. Oder die Umgebung war ja nicht so gut. Oder er hatte vielleicht so eine Erbmasse oder was weiß ich. Nein, nein, darauf kommt es gar nicht an. Sie sind selbst verantwortlich für Ihr Leben. Und machen Sie nicht den Fehler, dass Sie andere verantwortlich machen wollen für das, was Sie an Falschem tun. Ob es jetzt Gott ist oder ob es jetzt andere Menschen sind, die Ihnen viel Leid zugetan haben und zugefügt haben. Nein, nein. Letztendlich ist die Tatsache ausschlaggebend, Sie leben entweder den richtigen oder den falschen Weg. Und hier war dieser Manasse, der tat, was böse war in den Augen des Herrn. Nach den Gräueln der Völker, die der Herr vor den Kindern Israel vertrieben hatte. Die waren eigentlich ja weg, aber der Einfluss war scheinbar immer noch da. Und er baute wieder die Höhen, Vers 3, die sein Vater Hiskia abgebrochen hatte. Mit anderen Worten, er begeht wieder diesen schändlichen, schrecklichen Götzendienst, den sein Vater abgebrochen hatte, und stiftete den Baalim, den Sonnengöttern, Altäre und machte Aschera-Bilder, wiederum auch Aschera hier, Astarte, Ostara, die Göttin, die heute als Ostern verehrt wird. Er betete alles Heer des Himmels an. Mit anderen Worten, er hatte dann auch Astrologie betrieben und hat also die Sterne angeblickt und hat dann gemeint, die Sterne waren irgendwo Götter und hat die angebetet. Wie dumm dreist. Aber das war dann intelligent in ihren Augen. Viele heute, die das Horoskop lesen, die meinen auch, die machen irgendwo was Intelligentes, obwohl es was Dümmeres eigentlich schon gar nicht mehr gibt. Und er diente ihnen. Und er baute auch Altäre, Vers 4, im Hause des Herrn. Also da war jetzt der Tempel und da hat er jetzt diese Götzenbilder und Altäre reingesteckt. Schrecklich? Nun, wie sieht das heute in unseren sogenannten christlichen Kirchen aus? Was sind da alles für Statuen, die in keinster Weise der wahren Gottverehrung dienen? Der baute Altäre im Hause des Herrn, von dem der Herr gesagt hatte, in Jerusalem soll ewig mein Name sein. Und er baute allem Heer des Himmels Altäre. In beiden Höfen, am Hause des Herrn. Vers 6. Und er ließ seine Söhne im Tal des Sohnes Hinnoms durchs Feuer gehen. Schauen Sie, das ist hier dieses berühmte Gehenna, dieses Höllenfeuer, von dem Christus sprach. Das gab es nämlich damals zu seiner Zeit auch noch. Das war nämlich im Tal Hinnom, war es so, dass da Menschen geopfert wurden. Und damals im Zeitpunkt, als Christus hier auf Erden war, da gab es vor Jerusalem eine Stelle, wo zum Beispiel die Leichen derer, die Schlimmes getan hatten und die dann getötet worden waren, die wurden dort verbrannt. Und Christus nimmt dieses Beispiel hier und spricht hier von Gehenna, dem sogenannten Höllenfeuer oder dem feurigen Pfuhl, in den diejenigen gebracht werden, geworfen werden, die die sogenannte unvergebbare Sünde begangen haben, zu Ende des Millenniums, zu Ende des großen weißen Throngerichtes, wenn also alles dies bereits schon geschehen ist, in der sogenannten dritten Auferstehung. Aber es ist ein feuriger Pfuhl, der nicht für alle Zeit und Ewigkeit brennen wird, und es geht auch nicht darum, dass die Menschen dann für alle Zeit und Ewigkeit dort gemartert und gefoltert werden. Eine solche Hölle gibt es keineswegs, würde auch mit der Gnade der Barmherzigkeit Gottes in keinster Weise im Einklang stehen. Nein, die werden dort hineingeworfen, um verbrannt zu werden. Die werden verbrannt werden, ihre Existenz wird ausgelöscht. Aber hier dieses Vorspiel, hier dieser Manasse, der lässt seine eigenen Söhne im Tal des Sohnes Hinnom durchs Feuer gehen. Mit anderen Worten, der verbrennt die da, der opfert seine eigenen Söhne, diesen schrecklichen Götzen. Und es heißt hier dann, er wählte Tage. Nun, andere Übersetzungen haben hier, achtete auf Zeichen oder er achtete auf Zeiten. Aber ich fand diese Aussage hier, er wählte Tage, und ich lese hier von der Lutherbibel 2009, sehr interessant. Denn hier hat in der Tat Tage erwählt, Festtage, die in keinster Weise in der Bibel angeordnet sind. Die Bibel spricht von dem wöchentlichen Sabbat. Die Bibel spricht von den jährlichen Festtagen, die gehalten werden müssen. Einige sind auch schon wieder total verwirrt und meinen, die bräuchten heute nicht mehr gehalten zu werden. Schauen Sie, Sie können die Wahrheit sehr leicht finden. Lesen Sie unsere Broschüren über den wöchentlichen Sabbat und die heiligen Festtage, wenn Sie die Wahrheit wirklich wissen wollen. Oder hören sich diesen Quatsch an, diesen Blödsinn, den da von Leuten da verzapft wird, diesen selbsternannten, was immer, die sie verwirren wollen. Der wöchentliche Sabbat und die heiligen Festtage gehören zusammen. Auch die heiligen Festtage werden Sabbate genannt. Die gehören beide zusammen. Das ist ein Paket. Sie können das eine nicht vom anderen trennen. Und dann gibt es natürlich solche, die sagen, ja, man braucht den wöchentlichen Sabbat nicht zu halten. Man kann ruhig den Sonntag halten. Sie wählen für sich Tage.
wie hier dieser schreckliche Manasse es tat, die die Bibel in keinster Weise als verbindlich erwähnt. Der Sonntag war immer schon der Tag der Anbetung des Sonnengottes, dieser Baals, von dem wir hier gelesen haben. Wollen Sie wirklich weiterhin den Sonntag halten, wenn Sie verstehen, dass dieser Tag der Götzenanbetung gedient hat und heute auch noch dient? Und damit die Gebote Gottes ablehnen? Was sagt Christus? Vergeblich dient ihr mir. Vergeblich dient ihr mir, weil ihr eure eigenen Überlieferungen haltet und damit die Gebote Gottes übertretet und ablehnt. Man lehnt den Sabbat ab und hält den Sonntag. Man lehnt die jährlichen Festtage ab und hält heidnische Festtage wie Weihnachten, wie Ostern, Halloween und wie diese heidnischen Festtage alle heißen. Und Sie hören sich diese Predigten an und da tut sich nichts mehr in Ihrem Leben? Ja, was hören sich die Predigten dann an? Nein, er wählte Tage. Man könnte sagen, achtete auf Zeiten, mit Antworten die Jahreszeiten und hatte dann die Jahreszeiten ihn soweit verehrt, wie zum Beispiel Weihnachten im Winter, mitten in der dunkelsten Zeit des Jahres, wo Gott in keinster Weise gesagt hat, dass man das irgendwo halten soll. Er achtete auf Vogelgeschrei. Er zauberte. Da gibt es sogar solche Menschen, die behaupten, wissentlich falsch behaupten, dass ich irgendwo lehren würde, dass die Bibel nichts von Zauberei sagt und dass Zauberei etwas ist, was man vermeiden soll. Ich meine, dazu gehört schon eine gewisse Portion von Unbedenklichkeit, wer so etwas von sich gibt, wenn er nur ein wenig meine Predigten gehört hat. Zauberei ist eine absolute gottfeindliche, dämonische Aktivität, von der man sich fernhalten muss. Aber hier der Bursche, der zauberte und er stiftete Wahrsager und Zeichendeuter und tat viel, was böse bei den Augen des Herrn, um ihn zu erzürnen. Verstehen Sie das? Wenn Sie heute, wenn Sie beginnen, die Wahrheit zu begreifen, wie der Manasse ja hätte die Wahrheit begreifen müssen durch seinen Vater, der hatte ja nun das Vorbild. Wenn Sie trotzdem weiterhin den Sonntag halten, wenn Sie weiterhin Weihnachten halten, wenn Sie weiterhin Ostern halten, das muss man ja tun, weil die Verwandten, die Familienmitglieder, die tun das ja nun auch. Verstehen Sie, dass Sie damit Gott erzürnen? Dass Sie damit den Zorn, den Fluch Gottes auf sich laden? Wenn Sie weiterhin in Sünde leben, weiterhin mit anderen Menschen zusammenleben, die Sündhaftes betreiben. Und ich meine nicht, dass sie die Welt räumen sollen, darum geht es nicht. Aber sagen wir mal, sie sind ein Homosexueller. Okay? Wollen aber davon los. Was ist das Schlimmste, was sie tun können? Sie halten sich weiter in die Umgebung von Homosexuellen auf. Wenn sie mit einer Frau zusammenleben, als Mann, ohne verheiratet zu sein, leben sie in Sünde. Wie lange wollen sie das tun? Wie lange wollen sie das tun? Wie lange wollen Sie Gottes Zorn, Gottes Fluch auf sich laden? Der Manasse, 55 Jahre lang hat er in Jerusalem gelebt. Meinen Sie nicht, dass jemand, der ein böser König ist, ein böser Herrscher ist, nicht für eine längere Zeit im Amt sein kann? Glauben Sie das nie? Vers 7. Er setzte auch das Bild des Götzen, das er machen ließ, ins Haus Gottes. Hier wiederum, es geht schlimmer und schlimmer und schlimmer. Jetzt hat er sogar ein Götzenbild verfertigt. Wir wissen nicht genau, was das für eins war, egal. Und er tut das ins Haus Gottes. Er tut das ins Haus Gottes, von dem Gott zu David und zu seinem Sohn Salomo gesagt hatte, in diesem Hause in Jerusalem, das ich vor allen Stämmen Israels erwählt habe, will ich meinen Namen setzen für immer. Vers 8. Und will den Fuß Israels nicht mehr von dem Lande weichen lassen, das ich ihren Vätern bestimmt habe, sofern sie sich daran halten, alles zu tun, was ich ihnen geboten habe, in allem Gesetz und den Geboten und Rechten durch Mose. Aha. Hört sich nicht so an, als ob das Alte Testament in seiner Gesamtheit abgeschafft sei, was auch viele behaupten, die sich natürlich nicht an das Gesetz halten wollen. Schauen Sie, das Gesetz, es geht hier um die 10 Gebote, es geht um die Rechtsvorschriften, es geht um die Satzungen, die die 10 Gebote näher beschreiben, es geht um das sogenannte geistliche Gesetz, einige nennen es moralisches Gesetz, obwohl diesen Ausdruck die Bibel nicht benutzt.
Die Bibel spricht von dem geistlichen Gesetz. Nun, das Gesetz des Mose, das Gesetzbuch des Mose, hatte natürlich auch rituelle Vorschriften, die Opfergesetze. Wir verstehen, dass die in der Tat durch Jesus Christus, durch sein Opfer, erfüllt worden sind, aber nicht die geistlichen Gesetze der 10 Gebote. Jakobus sagt, wenn sie eines brechen, brechen sie alle. So, sie, sagen wir mal, leben nicht in Unzucht, sie brechen die Ehe nicht, sie morden und stehlen nicht, aber sie brechen den Sabbat. Sie brechen alle der 10 Gebote. Okay? Sie brechen sie alle. Keine Entschuldigung. Es gibt für sie keine Entschuldigung. Wie es für den Manasse keine Entschuldigung gab, dass er so lebte, wie er gelebt hat. Interessant ist, dass hier der Sohn von Salomo auch erwähnt wird, David, oder vielmehr David wird erwähnt und Salomo. Aber ich gehe jetzt auf den Sohn von Salomo ein, denn unter dem Sohn von Salomo kam es zu einer Reichsteilung zwischen dem Hause Israel und dem Hause Juda. Und es war unter dem Sohn, oder vielmehr es war unter den Israeliten, als dann das Haus Israel sich formierte, manifestierte, dass da auch der König alle Gebote Gottes übertrat. Damit auch den Sabbat. Da haben wir also schon den Hinweis darauf, dass damals Israel bereits begann, das Haus Israel nicht mehr den Sabbat zu halten, scheinbar, sondern den Sonntag. Einige haben gefragt, ja, hat zum Beispiel das Haus Israel den Sonntag gehalten? Ja, aber es war in Übertretung des Gesetzes Gottes. Denn dieser König hat die Israeliten verführt, ihm nachzutun, hat dann auch 2 Götzenbilder, 2 goldene Lämmer oder Kälber vielmehr aufgerichtet und hat dann den Israeliten gesagt, geht aber nicht nach Juda, um dort anzubeten, hier bleibt hier. Und hat dann selbst wiederum Tage erwählt, wie das hier auch der Manasse getan hat. Und so lesen wir weiter in Vers 9. Aber Manasse verführte Juda. Wenn sie jemandem folgen, der sie verführt, dann sind sie genauso schuldig wie der, der sie verführt, wenn sie einen offenen Sinn haben. Wenn sie wissen, sie gehen in eine Versammlung, in eine Gemeinde, wo Falsches gelehrt wird. Sie meinen, sie sind stark genug, dieser Verführung zu widerstehen, in keinster Weise. Sie können nicht lange genug im Schlamm herumwarten, wie ich schon des Öfteren gesagt habe, und nicht gleichzeitig dann dreckige Füße bekommen. Und dann, je tiefer der Schlamm ist, umso mehr wird dann ihr ganzer Körper dreckig und schmutzig und abscheulich in den Augen Gottes. Sie müssen da raus. Sie müssen da raus. Aber sie wollen ja nicht, denn was würden meine Freunde dazu sagen? Herr Link, Sie wissen ja gar nicht, was in meiner Situation vor sich geht. Schauen Sie, ich habe genau das Gleiche durchgemacht wie Sie. Als ich damals zur Wahrheit berufen wurde, da gab es keinen in meiner Umgebung, der das akzeptiert hat, der das anerkannt hat. Keinen. Und ich musste meinen Weg gehen, alleine, ganz alleine. Kommen Sie mir nicht mit diesen Flausen und diesen Floskeln und sagen, ja, Sie wissen ja nicht, wie es in meinem Leben vor sich geht. Es gibt nichts Neues unter der Sonne. Wenn Gott Sie beruft, erwartet er von Ihnen, dass Sie reagieren. Wenn sie nicht reagieren, dann verleugnen sie Gottes Berufung. So einfach ist das. Da können sie wieder auf dem Internet herumsurfen und finden dann vielleicht irgendjemanden, der ihnen dann nach dem Maul redet. Anstelle wie der Herr Link, der ihnen manchmal so aufs Maul schlägt. Sie müssen eine Entscheidung treffen. Vers 9. Aber Manasse verführte Juda und die Bewohner Jerusalems, dass sie mehr Böses taten, dann hören Sie, da kommt es darauf hinaus. Schauen Sie, Sie mögen vielleicht meinen, Sie sind ja doch noch ein ganz guter Mensch und die anderen, die Sie so kennen, die leben ja nicht noch so in Anführungszeichen gerecht wie Sie. Das mag vielleicht noch stimmen im jetzigen Zeitpunkt, ich weiß es ja gar nicht mal, aber schauen Sie, worauf es hinauslaufen wird. Denn die Bibel schreibt das ja nicht ohne Grund. Manasse verführte Juda und die Bewohner Jerusalems, dass sie mehr Böses taten als die Völker, die der Herr vor den Kindern Israel vernichtet hatte. Die wurden noch schlimmer als die Heiden. Und Gott sagt an anderer Stelle, die taten Dinge, das ist mir nie in den Sinn gekommen, dass so etwas getan werden könnte. Später im 1. Korintherbrief spricht Paulus von einer Situation, wo er sagt, die leben in einer solchen Unzucht zusammen. Ein Mann, eine Frau, möglicherweise war es sogar die eigene Mutter, wenn nicht, dann die Schwiegermutter. Er sagte, das tun auch nicht immer die Heiden. Aber so hat es ja nicht angefangen. Aber so hat es aufgehört. Vers 10. Und wenn der Herr mit Manasse und seinem Volke reden ließ, dann achteten sie nicht darauf. Wie ist es heute anders? Ach ja, so viele achten ja darauf, was wir in der Kirche des ewigen Gottes
predigen. Nein, wir werden als die schlimmsten Verführer in ganz Deutschland beschrieben. Es wird gesagt, ja, was Sie lehren, kann ja nicht stimmen, denn alle anderen lehren ja etwas anderes. Die achten nicht darauf. Das ganze Volk war verderbt. Das ganze Volk ließ sich verführen von Manasse, diesem bösen König. Vers 11. Und darum ließ der Herr die Fürsten des Heeres des Königs von Assyrien über sie kommen. Assyrien, das moderne Assyrien, findet sich heute in Deutschland und Österreich. Ich weiß, da gibt es große Diskussionen jetzt auf dem Internet über einen Artikel, den ich vor einigen Jahren geschrieben habe, wo ich bewiesen habe, dass Deutschland in der Tat das heutige Assyrien ist, und dann wird dann großartig diskutiert. Die einen sagen ja, die anderen sagen nein, die anderen sagen, wir wissen es nicht. Ich glaube, die meisten haben den Artikel auch gar nicht gelesen. Diese Diskussionen sind ja total sinnlos. Lesen Sie die Beweise, die vorgelegt werden. Und dann hören Sie auf das, was wir sagen, denn wir lehren Ihnen das aus der Bibel. Wie es damals geschehen ist, so wird es wieder in der Endzeit geschehen. Der moderne König von Assyrien, der auch das Tier genannt wird, der auch der König des Nordens genannt wird, der auch der moderne König von Assyrien genannt wird, der wird Juda einnehmen. Das Buch Daniel macht das ganz deutlich. Ich bin auch da erstaunt. Einige sagen, ich hätte noch nie erklärt, wer das Tier oder vielmehr der König des Nordens ist. Wie oft habe ich Ihnen das schon erklärt, dass der König des Nordens identisch ist mit dem Tier aus dem Buch der Offenbarung? Ja, ich frage mich, hören die Leute eigentlich überhaupt gar nicht zu? Oder was ist es, dass das so nicht ankommt? Hier, damals war es der Fall, es wird wieder geschehen. Darum ließ der Herr die Fürsten des Heeres des Königs von Assyrien über sie kommen. Und die nahmen Manasse mit Fesseln gefangen, banden ihn mit Ketten, brachten ihn nach Babel. Aber jetzt Vers 12. Muss das auch so weit bei ihnen erst kommen, dass sie vielleicht in die Sklaverei geführt werden? Ich meine, viele, wie wir das ja lesen, während der Zeit der großen Trübsal, werden nicht beschützt werden von Gott. Einige werden beschützt werden von Gott an dem sogenannten Ort der Sicherheit, von dem ganz klar in der Bibel, zum Beispiel in Offenbarung, beschrieben und geschrieben ist. Aber einige werden eben nicht als würdig erachtet werden, beschützt zu werden. Christus sagte, betet alle Zeit und wachet, sodass ihr würdig werdet, allem dem zu entfliehen, was kommen soll. Und, was noch wichtiger ist, weitaus wichtiger ist, vor den Menschensohn gestellt zu werden. Aber einige werden nicht als würdig erachtet werden. Und einige werden nicht am Ort der Sicherheit sein, weil Gott für sie einen anderen Plan hat. Das ist mir schon klar. Die zwei Zeugen zum Beispiel werden nicht am Ort der Sicherheit sein, weil sie eben das Evangelium, die Botschaft weiter verkündigen müssen. Und sie werden auch nicht alleine da sein. Sie werden mit Sicherheit von anderen unterstützt werden. Aber das muss für sie nicht Entschuldigung sein, zu sagen, ach, ich brauche mich jetzt nicht zu bewähren, denn irgendwo andere werden ja auch nicht beschützt. Nein, nein, sie haben die Verantwortung. Sie haben die Verantwortung. Oder muss es so weit kommen wie hier? Dass sie in einer so misslichen Situation sein werden, einer schrecklichen Situation, dass sie dann zur Besinnung kommen erst, wenn es so weit gekommen ist, als er in der Not war, Vers 12, da flehte er vor dem Herrn, seinem Gott. Und er demütigte sich sehr vor dem Gott seiner Väter. Und er bat und er flehte zu ihm. Tun Sie es heute, warten Sie nicht darauf, dass es zu einer solchen Notsituation bei Ihnen kommt. Es muss ja noch nicht einmal die große Trübsal sein. Sie können bereits jetzt schon in einer großen Notsituation stecken oder hineingeführt werden, weil sie sich hartnäckig und rebellisch weigern, Gott zu gehorchen. Tun Sie das. Er bat und er flehte zu ihm. Vers 13. Und da erhörte er sein Flehen und brachte ihn wieder nach Jerusalem zu seinem Königreich. Und er erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Dann hat er es wirklich erkannt, verstanden. Die ganzen Jahre hindurch scheinbar nicht. Hat vielleicht zu Gott sogar gebetet, zusammen mit dem Götzendienst, den er da begangen hatte. Aber für ihn war Gott keine Wirklichkeit, keine Realität. Ist Gott für Sie eine Realität? Oder sind andere Dinge wichtiger in Ihrem Leben? Ich meine, wie kann es sein? Ich verstehe es nicht. Wie kann es sein, dass sie nach wie vor Schwierigkeiten haben, das Rauchen aufzugeben, Marihuana, illegale Drogen zu nehmen, in Unzucht zu leben, vielleicht sogar in Ehebruch zu leben, zu viel Alkohol zu trinken. Nur noch da wiederum eine Frage, die mir gestellt wird, immer und immer wieder, hat Christus Alkohol getrunken? Gab es zum Beispiel zum Zeitpunkt des Passa Alkohol? Natürlich gab es das. Es war gar keine Frage, dass es wahrer Alkohol war, nicht nur Traubensaft, es war Alkohol. Christus wurde sogar insoweit verleumdet, dass man ihn einen Weintrinker bezeichnet hat. Das wäre kaum möglich, wenn er ein bisschen Traubensaft getrunken hätte. Nein, es war tatsächlich Wein,
Diejenigen, die etwas anderes lehren, verstehen wiederum die Bibel nicht. Aber wie kann es sein, dass Menschen, und ich spreche jetzt nicht von dem Passa, das sowieso nur von denen genommen werden soll und darf, die den Heiligen Geist erhalten haben. Denn sonst würden sie auch das Passa in unwürdiger Weise zu sich nehmen und auch nur einmal im Jahr, nebenbei gesagt. Diese ganze Idee der Kommunion, dass man jeden Sonntag die Wein und Brot zu sich nehmen kann, das ist eine totale blasphemische Handlung, die in keinster Weise mit dem in Einklang steht, was Gott uns gebietet. Aber wie kann es sein, dass man nach wie vor nicht davon loskommt? Was für Trottel sind wir denn? Ohne Rückgrat, ohne Willen. Wie kann das sein? Ich meine, wenn Gott mit ihnen ist, wie können sie da diese Kraft nicht haben, diesen Willen nicht haben? Es gibt viele, viele Menschen, die ich kenne, die hatten von Gott gar nicht allzu viel gewusst. Und die haben aufgrund ihrer eigenen Willensstärke diese Dinge ablegen können. Und sie, wenn Gott mit ihnen ist, oder vielleicht sogar in ihnen ist, durch seinen Heiligen Geist, sie können es nicht? Ja, was für Schlappschwänze sind sie denn? Verstehen Sie, was ich Ihnen hier sagen möchte? Es kann Ihr eigenes Seelenheil davon abhängen, dass Sie von diesen Dingen loskommen. Und auch Ihr physisches Überleben. Letztlich war es so, dass Manasse endlich einmal erkannt hatte, dass der Herr Gott ist. Ihr Gott, der Ihnen Anweisungen gibt, der Ihnen sagt, wie Sie leben sollen. Oder meinen Sie, Sie könnten so leben, wie Sie wollen? Und das ist ja doch ganz egal. Sie können ja ruhig das tun, was Sie wollen. Sie können ohne weiteres zum Beispiel den Anschein des Bösen erwecken. Das macht ja nichts. Sie gehen vielleicht das Böse nicht, aber Sie erwecken den Anschein. Wenn Sie nicht verheiratet sind, dann können und dürfen Sie nicht zusammen mit einer anderen Person des anderen Geschlechtes alleine im privaten Bereich sein, ohne dass da ein Dritter zugegen ist. Weil das bereits schon den Anschein des Bösen erweckt. Und weil es natürlich auch letztendlich mit Sicherheit irgendwann einmal zum Bösen führen wird. Nun, wenn Sie das Problem haben mit Homosexualität, das versteht sich natürlich dann von selbst, können Sie nicht mit einem anderen Homosexuellen zusammen sein, mal logisch. Wie kann es sein, dass Sie nach wie vor diese Probleme haben und einfach nicht davon loskommen können oder wollen? Wie ernst ist Ihnen das eigentlich? Wie ernst ist Ihnen Gottes Wort? Vers 14. Dem Manasse wurde es jetzt ernst, nachdem er wirklich in Not war. Und als er gefleht hat, als er gebetet hat, als er sich zu Gott bekehrt hat, als er sich gedemütigt hat, ihm wurde das klar, das war jetzt, sein Leben hing an Messers Schneide. Da gab es jetzt keinerlei Alternative mehr. Und dann hat er auch etwas getan. Danach, Vers 14, baute er die äußere Mauer an der Stadt Davids westwärts an Gihon im Tale und wo man zum Fischtor hineingeht und umher an den Ofel und machte sie sehr hoch und er legte Hauptleute in die festen Städte Judas und er beseitigte, Vers 15, die fremden Götter und den Götzen aus dem Hause des Herrn und alle Atere, die auf dem Berge des Hauses des Herrn und in Jerusalem gebaut hatte und warf sie hinaus vor die Stadt. Weg damit! Nun, wir sagen nicht, dass wir heute jetzt hinausgehen sollen und all diese Götzen aus den verschiedenen sogenannten christlichen Kirchen entfernen sollen. Darum geht es nicht. Aber wir haben damit keinerlei Anteil. Wir knien da jetzt nicht vor einem Holzkreuz und beten das an oder für irgendeinem Götzen, irgendeinem Heiligen, der angeblich etwas für uns tun kann. Obwohl die Heilige alle, die gestorben sind, im Grabe sind. Die können nicht irgendwo für sie was tun. Die sind nicht im Himmel. Maria, die Mutter Gottes, ist in keinster Weise im Himmel. Die meinen, die sei irgendwo leiblich auferstanden, irgendwann einmal in den Himmel gefahren. Nein, sie ist Maria, gestorben, eine Christin, gestorben. Wie alle Christen warten sie auf die Auferstehung von den Toten, wenn Christus zurückkommt. Sie warten auf die erste Auferstehung, die Auferstehung zu ewigem Leben. Warum beten sie etwas an, was tot ist? Wie können sie Maria anbeten, die tot ist? Wie können sie Heilige, in Anführungszeichen, anbeten, die tot sind und meinen, die könnten irgendetwas für sie im Himmel tun? Nebenbei hat Christus gesagt, niemand fährt gen Himmel, als alleine derjenige, der aus dem Himmel gekommen ist. Und das war Jesus Christus selbst. Schauen Sie, die Verwirrung, die herrscht, diese unglaubliche Zerstörung ihres Verständnisses der Wahrheit, wenn sie auf solche Weise leben. Lesen wir weiter. Vers 16. Und er errichtete den Altar des Herrn und opferte darauf Dankopfer und Lobopfer. Nun, wir tun das heute nicht, wir opfern heute nicht mehr buchstäblich, aber wir opfern schon, indem wir zu Gott beten.
Bei Gott ist das heute das Opfer unserer Lippen. Wenn wir zu Gott beten, dann treten wir auch in diesem Sinne vor seinen Altar im Himmel im Gebet. Und wir demütigen uns vor ihm, wenn wir Falsches tun und bitten um Verzeihung und bitten um Vergebung und bitten um Kraft, dass wir aufhören, das Falsche zu tun und kommen nicht damit irgendwelchen Rechtfertigungen daher. Ach, ich bin halt zu schwach. Ach, ich muss ja etwas für meine Triebe tun, für meine Bedürfnisse. Lächerlich! Hören Sie auf mit diesen Rechtfertigungen. Beginnen Sie, im wahren Weg zu gehen, und zwar konsequent. Und erkennen Sie, dass Gott Ihr Herrscher ist. Gott ist Ihr Gott, der Ihnen sagt, wie Sie leben sollen und Ihnen auch die Kraft gibt, das zu tun. Und er erwartet von Ihnen aber, dass Sie nicht allzu lange mehr warten. Wenn Sie die Wahrheit jetzt hören, dann achten Sie auf die Wahrheit und tun Sie es. Und sagen Sie mir nicht, ach ja, es ist noch zu schwer irgendwo. Irgendwie verliere ich so das Interesse oder das Ziel. Aber er tat nicht nur das. Er befahl Juda, Vers 16, dass sie dem Herrn, dem Gott Israels, dienen sollten. Er befahl das denen. Naja, heute, wenn man das irgendwo hören würde, dass jemand, ein Herrscher, dem Volk befiehlt, den wahren Gott anzubeten, oh, was wäre das für eine große Diskussion? Ja, wieso? Wir haben doch eine Trennung zwischen Kirche und Staat und so weiter und so fort. Das Problem ist natürlich, dass heute die Herrscher in aller Welt, ich kenne niemanden, keinen Herrscher in der ganzen Welt, der den wahren Gott anbeten würde. Das ist natürlich auch noch ein Problem dazu. Aber hier hat er Juda befohlen, den Herrn, den Gott Israels, zu dienen. Aber hier das Problem war, das Volk hat auch nicht unbedingt jetzt dem gehorcht. Gab es vielleicht auch schon damals so Liberale, die sagten, ja, was der König mir da jetzt befiehlt, das geht mich ja nichts an und ich lebe meinen Weg. Und wer ist dieser Gott von Juda, dieser Gott von Israel? Vers 17. Doch opferte das Volk noch auf den Höhen. Wenn auch dem Herrn, ihrem Gott. So, die haben versucht, das zu vermischen. Wie das heute auch im Christentum so häufig geschieht, im sogenannten Christentum. Man betet Gott an und vermischt das mit heidnischer Götzenanbetung. Synkretismus nennt man das. Man hat vielfach im sogenannten traditionellen Christentum heute heidnische Riten eingeführt, heidnische Tage eingeführt und diesen heidnischen Tagen dann einen christlichen Mantel umgehängt. Und man meint damit, dann Gott zu dienen. Und Christus sagt, vergeblich dient ihr mir. Das ist doch alles Blödsinn, was ihr da treibt. Das bringt euch gar nichts. Das bringt euch absolut nichts. Dieses Getue, dieses christliche Getue. Und einige sprechen viel von Jesus Christus und Jesus Christus in meinem Herzen. Und dann fangen sie an, genau das Falsche zu tun und zu sagen und zu lehren. Ah ja, Christus kam, das Gesetz abzuschaffen. Christus kam, um das Gesetz abzuschaffen? Was sagt er denn? Glaubt nicht, ich bin gekommen, abzuschaffen, aufzulösen. Ich bin gekommen zu erfüllen. Das ist das, was Christus ihnen sagt. Zu erfüllen, mit dem wahren Sinngehalt anzufüllen. Wo er gesagt hat, es ist noch nicht einmal nur verkehrt, jemanden umzubringen. Es ist bereits schon verkehrt, jemanden zu hassen. Hört sich nicht an, als ob er das Gesetz abgeschafft hätte. Aber das wird heute gelehrt von den sogenannten christlichen Experten und Theologen und Pasteuren und so weiter und so fort. Und den Menschen gefällt es so. Ja, dann kann man ja noch weiter das so tun, was man so gerne tut. Ich meine, die ganze Idee, auch mit dem Karneval. Ich meine, wenn man sich das vorstellt, dann wird da gesündigt, wie es gar nicht anders geht. Und dann auf einmal ist der Aschermittwoch und dann wird man dann irgendwie in die Situation hineingebracht, dass man jetzt Buße tun muss. Meinen Sie wirklich, dass das Gott wohlgefällig ist, so ein Verhalten? Ach, ich sündige heute und dann bereue mal später. Nein, das Volk versuchte das irgendwo zu kombinieren. Und so etwas klappt natürlich nie. So etwas klappt natürlich nie. Lesen wir weiter in Vers 18. Und was mehr von Manasse zu sagen ist und sein Gebet zu seinem Gott. Schauen Sie, jetzt ist es zu seinem Gott, weil er jetzt Gott erkannt hatte. Wenn Sie zu Gott beten, ist das auch dann ein Gebet zu Ihrem Gott, dem wahren Gott. Oder ist es ein Gebet zu dem Gott, den Sie sich so gemacht haben? Von dem sie sagen, ja, der ist ja ein Gott der Gnade und ich kann ja leben, wie ich will und ich kann trotzdem noch dann ins Himmelreich eingehen. Egal, was ich tue, denn Gott ist ja ein Gott der Gnade. Er ist ja verpflichtet dazu, mir zu vergeben. Ist das der Gott, den sie anbeten? Und das ist nicht der Gott der Bibel. Ach, Herr Links, sie sind aber wirklich gnadenlos heute und sie predigen ja nicht unbedingt jetzt Liebe, denn sie zeigen uns ja hier, wie Gott doch zornig ist.
Schauen Sie, natürlich ist Gott zornig, wenn Sie gegen ihn, gegen seinen Willen verstoßen. Aber wenn Sie sich demütigen, wenn Sie sich ihm zuwenden, wenn Sie aufhören, das Falsche zu tun, wenn Sie manifestieren, dass Sie das Richtige tun wollen und auch tun, dann wird Gott Ihnen seine Liebe zeigen und geben und seine Gnade und er wird Ihnen helfen und er wird Ihnen Kraft geben, damit Sie ein besserer Mensch werden, damit Sie letztendlich in das Reich Gottes eingehen können. Lesen wir weiter. Noch einmal, Vers 18. Was mehr von Manasse zu sagen ist und sein Gebet zu seinem Gott und die Reden der Seher, die im Namen des Herrn, des Gottes Israels, mit ihm redeten. Da kamen schon noch Leute, die ihm gesagt haben, was die Wahrheit war. Lange Zeit hat er es nicht wahrhaben wollen. Lange Zeit wollen einige von Ihnen, die mir zuhören, nicht wahrhaben, was die Bibel lehrt, was ich Ihnen aufgrund der Bibel lehre. Aber vielleicht kommt dann doch der Punkt, wo Sie, wenn Sie in Not sind, sich demütigen. Ich hoffe natürlich für Sie, dass Sie es eher tun. Noch einmal, Vers 18. Was mehr noch von Manasse zu sagen ist, und sein Gebet zu seinem Gott und die Reden der Seher, die im Namen des Herrn, des Gottes Israels, mit ihm redeten, siehe, die sind unter den Geschichten der Könige Israels. Und sein Gebet, Vers 19, und Flehen und alle seine Sünde und Missetat und die Plätze, auf denen er die Höhen baute und Aschera-Bilder und Götzen stiftete. Also schlimmer ging es schon fast gar nicht mehr. Denken Sie daran, er hat seine eigenen Kinder im Gehennafeuer, diesem Tal von Hinnom, verbrennen lassen. Bevor er gedemütigt wurde, siehe, die sind geschrieben unter den Geschichten der Propheten. Und Manasse legte sich zu seinen Vätern und sie begruben ihn in seinem Hause und sein Sohn Amon wurde König an seiner Stadt. Schauen Sie, noch einmal gesagt. Hier war ein schrecklicher König, der für viele, viele Jahre hinweg schlimm gelebt hat, Böses getan hat. Aber er hat sich vor Gott gedemütigt. Er hat sich Gott genaht. Er hat sich unter die Hände Gottes gedemütigt. Und Gott hat ihm vergeben. Und Gott hat an das Böse, was er getan hat, diese schrecklichen Dinge, die er getan hat, nicht mehr gedacht. Er hat ihn zurückgerufen zu der Position, die er hatte. Egal, was Sie in Ihrem Leben getan haben mögen, egal, was Sie in Ihrem Leben zurzeit tun, Gott kann und wird Ihnen vergeben, wenn Sie Ihre Sünden bereuen. Und er wird sie dann nicht mehr gegen Sie zur Anwendung bringen. Nun, wenn Sie natürlich nach wie vor weiterhin sündigen, Sie tun etwas total, was verkehrt ist, was also gravierend ist, und dann bereuen sie, in Anführungszeichen, und dann vergibt ihnen Gott, und dann fahren sie fort mit dieser Sünde. Natürlich, dann können sie auch nicht erwarten, dass Gott ihnen dann wieder und immer wieder vergibt. Gott will auch sehen, dass bei ihnen eine Änderung in ihrem Leben vorankommt. Denken Sie an den Baum, der für 3 Jahre da gestanden hat, keine Frucht gebracht hat, und dann sollte er umgehauen werden, und dann sagte dann derjenige, der für den Baum verantwortlich war, zu dem Eigentümer, lass ihn noch für 1 Jahr. Und ich werde ihm noch so viel Dünger geben, wie ich es kann. Und dann wollen wir mal sehen, was passiert. Und wenn immer noch nichts geschieht, dann können wir ihn umhauen. Sind Sie in der Situation, dass Ihnen vielleicht noch einmal eine letzte Chance gegeben wird zur Zeit? Dass Sie endlich einmal zur Besinnung kommen? Oder sind Sie schon dabei, umgehauen zu werden? Wenn wir fortfahren mit der Erzählung hier aus 2. Chronik, dann finden wir etwas gesagt über diesen Amon in Kapitel 33, Vers 21. 22 Jahre alt war Amon, als er König wurde, und er regierte 2 Jahre lang in Jerusalem, nicht allzu lange, und er tat, was böse war, in den Augen des Herrn, wie sein Vater Manasse getan hatte, bevor er sich gedemütigt hat. Schauen Sie, aber der Amon, der hätte es ja auch besser wissen müssen. Er hat ja gesehen, wie der Manasse sich gedemütigt hat, wie er aufgehört hatte, die Götzen anzubeten, hat alle diese Götzenbilder beseitigt. Jetzt kommt der Amon an die Macht. Was tut der? Und Amon opferte allen Götzen, wie sein Vater Manasse gemacht hatte, und diente ihnen. Vers 23, und demütigte sich nicht vor dem Herrn, wie sich sein Vater Manasse gedemütigt hatte. Denn er, Amon, vergrößerte die Schuld. Also, der war scheinbar noch schlimmer als der Manasse vor seiner Demütigung.
Und seine Knechte, Vers 24, schlossen einen Bund gegen ihn und töteten ihn in seinem Hause. Vers 25, und er erschlug das Volk im Lande alle, die den Bund gegen den König Ammon geschlossen hatten. Und das Volk im Lande machte Josua, seinen Sohn, zum König an seiner Stadt. Also hier Totschlag, Mord führt zu Totschlag und Mord. Und das Volk hatte natürlich weiterhin dann auch den Götzendienst betrieben, hat auch gar nicht unbedingt erkannt, worum es eigentlich hier ging. Und die Knechte, nun gut, es war auch nicht richtig, dass die jetzt den Ammon getötet haben. Man liest ja viel und hört ja viel über sogenannten Tyrannenmord und es ist eine große Diskussion in der sogenannten christlichen Kirche, ist das jetzt gerechtfertigt oder nicht? Nun, als wahrer Christ ist es natürlich nicht gerechtfertigt. Sie können nicht das Leben eines anderen Menschen nehmen als wahrer Christ. Auf der anderen Seite, diejenigen, die solche Tyrannenmorde begangen haben, sagen wir mal, waren ja keine wahren Christen. Die haben aufgrund von menschlicher Überlegung heraus getan, was sie dachten, dass das das Beste war, um weiteres Unheil zu verhüten. Aber das Volk, genau damals wie Hitler, als die Generäle versucht haben, Hitler umzubringen, unter Stauffenberg und so weiter, und das nicht geklappt hat, da sagte das Volk, ja, wie kann jemand unseren Führer umbringen wollen? Das war die Reaktion in vielen Fällen. Und hier, die waren jetzt so erbost, dass die Knechte den Ammon getötet haben, jetzt gingen die hin und erschlugen alle die Knechte. Und dann haben sie jemand anderen zum König gemacht. Natürlich, Gott hat das zugelassen. Und das war Josua. Und der Josua, da könnte ich viel drüber sagen, und ich weiß nicht, ob ich da auch so viel Zeit dazu habe, denn es gibt da sehr viel drüber zu sagen. Josua ist eigentlich einer meiner beliebten Könige, über den ich gerne lese. Eine sehr interessante Persönlichkeit. Und schauen wir uns kurz einmal an hier in 2. Chronik 34, was mit dem Josua der Fall war. Vers 1. 8 Jahre alt war Josua, als er König wurde. Und er regierte 31 Jahre lang in Jerusalem. Und schauen Sie, und er tat, was recht war in den Augen des Herrn. Und er ging auf den Wegen seines Vaters David, Vorvaters David natürlich, und wich weder zur Rechten noch zur Linken ab. Was für eine wunderbare Erzählung hier. Ein Zeugnis über diesen Josua. 8 Jahre war der alt, als er König wurde. Der war der Sohn von diesem schrecklichen Ammon. Also Sie haben keine Entschuldigung. Wenn Ihre Eltern, sagen wir mal, in Sünde gelebt haben, müssen Sie nicht in Sünde leben. Und meinen Sie auch nicht, weil Ihre Eltern gerecht sind, werden Sie automatisch auch gerecht sein. Nein, jeder hat seine eigene Verantwortung. Und er tat, was recht war in den Augen des Herrn, Vers 2. Und er ging auf den Wegen seines Vaters, Vorvaters David und wich weder zur Rechten noch zur Linken ab. Das ist etwas sehr Wichtiges, was hier gesagt wird. Sie tun vielleicht auch das, was recht ist. Ja, und dann mal recht zur Linken und mal zur Rechten und was auch immer. Man kann ja so ein bisschen sündigen hin und her, macht ja nichts, geht so lange, wie man irgendwie auf den Weg zurückkommt. Nein, nein, er tat das nicht. Schauen Sie, im 8. Jahr, Vers 3, da war er dann 16 Jahre alt. Im 8. Jahr seines Königtums, als er noch jung war, naja, mit 16 ist man schon noch jung, da fing er an, den Gott seines Vaters David zu suchen. Der wollte mehr und mehr von Gott erfahren, erkennen. Ich sage das nur, nicht um da irgendwann eine großartige Bedeutung hinzuzufügen, aber nur die Fakten Ihnen mitzuteilen. Ich war 16 Jahre alt, als ich begann, mit der Wahrheit konfrontiert zu werden. Hat bei mir einige Zeit gedauert. Ich habe nicht sofort darauf reagiert, in dem Sinne, wie ich hätte darauf reagieren müssen, aber es war schon interessant. Im Jahr 1969. Und im 12. Jahr, mit anderen Worten, da war er 20, fing er an, Juda und Jerusalem von den Höhen, den Aschera-Bildern, den Götzen und den gegossenen Bildern zu reinigen. Und ich war 21, als ich getauft wurde. Interessant ist das schon. Vielleicht deshalb liegt mir sehr viel an diesem Josua und an seinem Vorbild. Vers 4. Und er ließ die Altäre der Baalim vor sich abbrechen. Hat dann nichts mehr damit zu tun gehabt. Und die Sonnensäulen obendrauf hieb er ab. Und die Aschera-Bilder, die Götzen und die gegossenen Bilder zerbrach er, machte sie zu Staub und streute sie auf die Gräber derer, die ihn geopfert hatten, und verbrannte die Gebeine der Priester auf ihren Altären und reinigte so Juda und Jerusalem. Und im ersten Buch Könige wird das auch sogar prophezeit, dass das geschehen würde. Ein Mann mit dem Namen Josua würde dies tun, hatte ein Mann Gottes bereits schon viele Jahre vorher prophezeit. Und dazu in den Städten Manasses, Vers 6, Ephraim, Simeons und bis an Naphtali in ihren Wüsten umher. Vers 7, und nachdem er die Altäre und Aschera-Bilder abgebrochen und die Götzen klein zermalmt und alle Sonnensäulen abgehauen, hatte im ganzen Lande Israel, kam er wieder nach Jerusalem. Vers 8, und im 18. Jahr seines Königtums, da war er jetzt 26, als er das Land und das Haus gereinigt hatte,
Da sandte er Schaffan, den Sohn Asaljas und so weiter und so fort, um das Haus des Herrn seines Gottes auszubessern. Das war wiederum ausbesserungsdürftig. Das Volk hatte irgendwo da nicht allzu viel Interesse daran gehabt. Und sie kamen zu dem Hohepriester Hilkia, Vers 9. Und man gab ihnen das Geld, das zum Hause Gottes gebracht worden war, das die Leviten, die an der Schwelle wachten, von Manasse, Ephraim und von allen übrigen in Israel, von ganz Juda und Benjamin, von den Bewohnern von Jerusalem gesammelt hatten. Und sie gaben es in die Hand der Werkmeister, Vers 10, die im Hause des Herrn bestellt waren. Und die gaben es denen, die am Hause des Herrn arbeiteten, wo es baufällig war, um das Haus auszubessern. Vers 12. Und die Männer arbeiteten treu am Werk. Das ist sehr wichtig, wenn sie eine Funktion haben in Gottes Kirche, dann sollen sie treu an dieser Funktion arbeiten. Nicht auf die Funktion eines anderen blicken und sagen, ja, warum macht der das, wieso kann ich das nicht? Nein, sie haben ihre Funktion erhalten, sie arbeiten treu in ihrer Funktion am Werk des Herrn, denn das ist das Werk Gottes. Wir gehen davon aus, dass die Kirche des ewigen Gottes Teil des Werkes Gottes ist. Wir begehen heute das Werk Gottes, indem wir das Evangelium vom Reich Gottes in aller Welt zu einem Zeugnis verkündigen, denn dann und nur dann kann Christus zurückkommen. Vorher nicht. Ist Ihnen das klar? Gott wird entscheiden, wann das Werk der Verkündigung des wahren Evangeliums vom Reich Gottes in dieser Endzeit erfüllt ist, sodass Jesus Christus zurückkommen kann. Sie arbeiten treu, wie wir lesen, Vers 12, am Werk. Und es waren dann einige da, heißt es hier, über sie waren gesetzt, gewisse Menschen hier, das Werk zu beaufsichtigen. Das ist auch hier wiederum eine Hierarchie, die beschrieben wird. Keine Demokratie. Sie werden niemals in der Bibel finden, dass in der wahren Kirche Gottes eine Demokratie herrscht, wo alle Mitglieder da sich versammeln und sagen, okay, jetzt wollen wir mal abstimmen darüber, was der Pastor uns da predigen soll, zum Beispiel. Lesen wir weiter in Vers 14. Und als sie das Geld herausnahmen, das wurde jetzt so in einen Kasten hineingetan, das zum Haus des Herrn eingelegt war, da fand Hilkia, der Priester, das Buch des Gesetzes des Herrn, das durch Mose gegeben war. Aber es war das Buch des Gesetzes des Herrn. Nun, das beinhaltete natürlich auch Ritualgesetze, wir verstehen dies. Es beinhaltete eben auch die 10 Gebote, die Rechtsvorschriften und die Satzungen. Und Hilkia, Vers 15, hob an und sagte zu Schaffan, dem Schreiber, ich habe im Hause des Herrn das Gesetzbuch gefunden. Und Hilkia gab das Buch Schaffan, und Schaffan brachte es zum König und gab dem König Bericht. Alles, was in der Hand deiner Knechte gegeben ist, das machen sie. Und sie haben das Geld ausgeschüttet, Vers 17, das im Hause des Herrn gefunden worden ist, und haben es denen gegeben, die eingesetzt sind, und den Arbeitern. Und Schaffan, der Schreiber, berichtete dem König. Vers 18, Hilkia, der Priester, hat mir ein Buch gegeben. Und Schaffan las dem König daraus vor. Und als der König, Vers 19, die Worte des Gesetzes hörte, was war seine Reaktion? War es die Reaktion wie einige, die dann nichts davon wissen wollten? Ein König hat dann zum Beispiel das Buch genommen, hat es zerrissen, hat es im Feuer verbrannt. Machen Sie das so im geistlichen Sinne. Sie wollen nichts davon hören, was Gott Ihnen sagt. Denn Sie wollen ja so leben, wie Sie leben wollen. Oder meinen, leben zu müssen, weil Sie haben nicht die Kraft, dann irgendwo dagegen vorzugehen. Nein, als der König die Worte des Gesetzes hörte, zerriss er seine Kleider. Als ein Zeichen von Trauer, von Demut, von Anerkenntnis, wir haben hier das Gesetz die ganze Zeit übertreten. Und der König gebot Hilkia, Vers 20, und Ahikam, dem Sohne Schaffan und so weiter und so fort. Vers 21, geht hin und fragt den Herrn für mich und für die übrigen Israel und Juda über die Worte des Buches, das gefunden worden ist, denn der Grimm des Herrn ist groß. Das war seine Reaktion, das war seine Erkenntnis. Ist das Ihre Erkenntnis? Wenn Sie etwas in der Bibel erkennen, was Sie bislang noch nicht verstanden haben, was etwas von Ihnen erfordert, verstehen Sie, dass bislang der Grimm des Herrn über Ihnen ist, weil Sie es nicht getan haben, aber Sie können sich von diesem Grimm lossagen, indem Sie das Richtige tun. Der Grimm des Herrn ist groß, der über uns entbrannt ist, dass unsere Väter das Wort des Herrn nicht gehalten haben, indem sie getan hätten, wie es in diesem Buch geschrieben steht. Vers 22, und da ging Hilkia mit den anderen, die der König gesandt hatte, zu der Prophetin Hulda. Es gab damals Prophetinnen im Alten Testament. Es gab sogar auch noch eine Prophetin im Neuen Testament, aber nicht mehr, als die Kirche Gottes gegründet wurde, in der Apostelgeschichte, Kapitel 2. Danach werden Sie nie mehr etwas von Prophetinnen lesen. Nun, es gibt Menschen, auch Frauen, die prophetisch geweissagt haben, die etwas vorausgesagt haben, weil sie eingegeben wurden, von Gottes Geist es zu tun, aber nicht Prophetinnen, die ordiniert gewesen wären als Prophetinnen. Aber im Alten Testament gab es die, zum Beispiel hier war es die Hulda,
die Frau Schalams, des Sohnes Tokats, des Sohnes Hasras, des Kleiderhüters, den Jerusalem wohnte, im anderen Teil, und redeten mit ihr darüber. Und sie sagte zu ihnen, Vers 23, so spricht der Herr, der Gott Israels, sagt der Mann, der euch zu mir gesandt hat. So spricht der Herr, seht, ich will Unglück über diesen Ort und die Einwohner bringen. Alle die Flüche, die in dem Buch, das man vor dem König von Juda gelesen hat, geschrieben stehen. Weil sie mich verlassen und anderen Göttern geräuchert haben, sodass sie mich mit allerlei Werken ihrer Hände erzürnten. Und mein Grimm ist über diesen Ort entbrannt und soll nicht ausgelöscht werden. Schauen Sie, das Gesetz ist nicht ein Fluch. Einige sagen ja, das Gesetz ist ein Fluch und Christus kam uns vom Gesetz zu erlösen. Nein, die Strafe des Gesetzes, weil wir es übertreten haben, ist der Fluch. Und Christus kam uns von der Strafe des Gesetzes, dem Fluch des Gesetzes zu erlösen, wenn wir bereuen, sodass der Fluch von uns genommen werden kann. Alles andere, wenn Ihnen etwas anderes gesagt wird, ist Verführung und ist Blasphemie. Und Sie müssen begreifen, dass Sie sich dann Verführern aussetzen und ausliefern, weil Sie dann weiter das Gesetz brechen wollen. Vers 26. Und zum König Judas, der euch gesandt hat, um dem Herrn zu fragen, sollt ihr sagen, so spricht der Herr, der Gott Israels, von den Worten, die du gehört hast. Weil dein Herz weich geworden ist. Wird ihr Herz weich, wenn sie solche Worte hören? Oder ist es nach wie vor hart wie Diamant? Man kann nicht durch. Man kann einfach nicht durchdringen. Aber weil dein Herz weich geworden ist und du dich vor Gott gedemütigt hast, als du seine Worte gegen diesen Ort und gegen die Anwohner hörtest und dich vor mir gedemütigt und deine Kleider zerrissen und vor mir geweint hast. Wenn Sie in Sünde leben, weinen Sie, kommen Sie vor Gott im Gebet, weinen Sie, demütigen Sie sich, bitten Sie Gott um Kraft aufzuhören mit Ihrer Sünde. Oder ist es Ihnen alles gleichgültig? Weil du vor mir geweint hast, habe ich auch dich erhört, spricht der Herr. Wenn Sie einfach da vor Gott kommen und sich da vielleicht sogar auf die Knie werfen und dann so ein bisschen darum faseln, ja, ich verstehe schon, dass ich, was ich tue, nicht richtig ist, aber und so weiter. Ja, glauben Sie, Gott hört Sie dann? Siehe, Vers 28, ich will dich zu deinen Vätern sammeln, dass du mit Frieden in dein Grab gesammelt wirst, damit deine Augen nicht all das Unglück sehen, das ich über diesen Ort und die Einwohner bringen will. Und sie überbrachten es dem König. Und wie war jetzt seine Reaktion? Ach, ist doch alles gleichgültig, wird ja doch dann der Ort noch vernichtet werden. Das war nicht seine Reaktion. Er nahm das, was Gott ihm sagte, hier durch die Prophetin Hulda, an und hat dann weiterhin Gutes getan, auf richtige Weise gelebt. Hat dann nicht irgendwo das Handtuch geworfen und gesagt, okay, dann egal, dann lebe ich halt auch weiter in Unzucht und Sünde. Vers 29, und da sandte der König hin und ließ alle Ältesten und Juda und Jerusalem zusammenkommen. Und der König ging hinauf ins Haus des Herrn, Vers 30, und alle Männer Judas und Einwohner von Jerusalem, die Priester, die Leviten, alles Volk, klein und groß, auch Kinder, mit eingeschlossen, nebenbei gesagt. Und es wurden vor ihren Ohren alle Worte im Buche des Bundes gelesen, das im Hause des Herrn gefunden worden war. Es ist sehr wichtig, dass wenn wir zur Versammlung kommen, zum Beispiel, dass wir unsere Kinder mitbringen. Die hören nämlich auch schon etwas. Die kriegen schon etwas mit. Sie müssen nicht meinen, die hören gar nichts. Natürlich sollten sich auch dann unabhängig von den Versammlungen mit ihren Kindern beschäftigen, ihnen das Wort Gottes lehren, so wie es ihnen möglich ist, so wie die Kinder es verstehen können. Aber denken Sie nie, auch die Kinder, die brauchen nicht dabei zu sein, die schicken wir mal raus irgendwo. Die sollen, die müssen, die haben dabei zu sein, um das Wort Gottes zu hören, wie es hier der Fall war. Und so lesen wir weiter. Vers 31. Und der König trat an seinen Ort und schloss einen Bund vor dem Herrn, dass man dem Herrn nachfolgen sollte, schauen Sie, um seine Gebote, Zeugnisse und Rechte von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu halten, nach allen Worten des Bundes zu tun, die in diesem Buche geschrieben standen. Ein Buch ist ein Vertrag. Ein Vertrag ist nicht das Gesetz, ist nicht identisch mit dem Gesetz. Ein Bund ist ein Vertrag, der aufgrund von Gesetzen geschlossen wird. Hier wurde ein Bund geschlossen, erneuert aufgrund der Gesetze. Der Bund sagte, okay, wir schließen jetzt diesen Vertrag ab, wir wollen jetzt diese Gesetze, von denen wir jetzt gehört haben, von ganzem Herzen und von ganzer Seele halten. Das war der Bundesschluss, erneut ein Bundesschluss, der geschlossen wurde unter dem König, mit dem Volk und mit Gott.
Vers 32. Und er ließ alle in den Bund eintreten, die in Jerusalem und in Benjamin vorhanden waren. Und die Einwohner von Jerusalem taten nach dem Bund Gottes, des Gottes ihrer Väter. Vers 33, nicht nur das. Und Josa beseitigte alle Gräuel aus allen Ländern der Kinder Israel und bewirkte, dass alle, die in Israel gefunden wurden, dem Herrn, ihrem Gott, dienten. Solange Josua lebte, wichen sie nicht von dem Herrn, dem Gott ihrer Väter. Ich möchte noch ein paar Minuten jetzt noch verwenden, noch etwas weiteres zu lesen, was Josua tat. In Kapitel 35 und Vers 1. Und Josua hielt dem Herrn das Passa in Jerusalem. Nun, das war das alttestamentliche Passa. Wir verstehen das, wo dann auch die Passalämmer geschlachtet wurden und all das. Jesus Christus hat die Symbole des Passa im Neuen Testament verändert, sodass wir heute kein Passalamm mehr schlachten. Wir nehmen die Symbole von Brot und Wein zu uns. Aber es ist am gleichen Tag, an dem das Passa immer gehalten wurde. Und zwar zu Abend des 14. Nisan. Die Juden halten es heute einen Tag zu spät. Und sie schlachteten das Passa am 14. Tage des ersten Monats, wie es hier heißt, Kapitel 35, Vers 1. Und er bestellte die Priester zu ihrem Dienst und stärkte sie zu ihrem Amt im Hause des Herrn und sagte zu den Leviten, Vers 3, die ganz Israel unterwiesen und dem Herrn geheiligt waren, tut die heilige Lade ins Haus, das Salomo, der Sohn Davids, der König Israels, gebaut hat. Und ihr sollt sie nicht auf den Schultern tragen, die Lade. Und so dient nur dem Herrn, eurem Gott und seinem Volk Israel. Das war auch wichtig. Einmal hatte man zum Beispiel die Lade auf einen Karren getan unter David und dann hat dann jemand die Lade angefasst, als man gedacht hatte, die würde von dem Karren runterfallen und dann wurden derjenige getötet von Gott. Denn Gott sieht die Dinge auch sehr ernst an. Er will, dass seine Anweisungen, so wie er sie gegeben hat, befolgt werden. Und sie durften auch nicht direkt auf den Schultern getragen werden, diese Lade, sondern sie musste durch Stangen, an Stangen hängen und die Stangen wurden dann getragen. Sie können das in 1. Chronik 15, die Verse 2 und 15 nachlesen. Die haben das hier jetzt richtig gemacht. Er sagt, tragt die nicht so direkt auf euren Schultern, sondern tut sie in diese Stange und dann tragt sie anhand der Stangen, die dann auf euren Schultern waren. Und dann lesen wir weiter, dass hier dann das Passa gehalten wurde. Und viele hielten da das Passa und viele Opfer wurden gegeben. Und wir lesen in Vers 17 im gleichen Kapitel. Und so hielten die Kinder Israel, die vorhanden waren, denn die meisten waren bereits schon in die Sklaverei verschleppt worden durch die Assyrer, aber einige waren dann noch vorhanden, hatten sich auch den Juden, dann im Hause Juda zugewandt. Die hielten dann das Passa zu der Zeit, zur festgesetzten Zeit, nicht zu einer anderen Zeit, und das Fest der ungesäuerten Brote 7 Tage lang. Also zunächst war das Passa und dann die Tage der ungesäuerten Brote. Und das wurde im Neuen Testament genauso gehalten. Und damals wurde dann das Passa zu den Tagen der ungesäuerten Brote noch hinzugerechnet, dann waren es aber nicht 7, sondern 8. Denn auch am Passa war bereits schon, weil eben eine Pilgerreise vorgenommen worden war, alles war bereits schon ungesäuert und dann wurde das insoweit dann den 7 Tagen der ungesäuerten Brote hinzugerechnet. Aber schauen Sie, es wurde auf die richtige Weise getan. Vers 18. Und es war in Israel kein Passa gehalten worden, wie dieses, von der Zeit Samuels des Propheten an. Und kein König in Israel hatte solch ein Passa gehalten, wie Josua und die Priester, Leviten und ganz Juda und was von Israel vorhanden war und die Einwohner von Jerusalem dieses Passa hielten. Vers 19. Im 18. Jahr des Königtums, da war er 26 Jahre alt, des Königtums Josua wurde dieses Passa gehalten. Wunderbare Erzählungen hier, die uns zeigen, wie dieser Josua treu blieb. Nun, jetzt hat er doch einen Fehler noch gemacht. Und auf den möchte ich kurz noch zu sprechen kommen. Auch wenn man gerecht lebt, bedeutet das nicht, dass man immun ist von falschen Einflüssen. Und das war dann auch für ihn leider sein Verderben, was sein physisches Überleben angeht. Aber er hat die Gerechtigkeit Gottes nicht verloren. Und darauf kommt es auch an. Das ist wichtig. Und er hat durch sein Leben und sein Lebenswerk gezeigt, dass er willens war, Gott zu gehorchen. Und wenn er etwas erkannt hatte, wie zum Beispiel Dinge, die geschrieben standen im Buch des Gesetzes, er hatte scheinbar von dem Passa gar nichts gewusst, wenn man sich das vorstellen kann. Die hatten sich so abgewandt, die Juden damals, das Haus Juda, das Haus Israel sowieso. Die haben gar nichts mal gewusst vom Passa und den Tagen der ungesäuerten Brote. Obwohl zuvor doch jemand, wie wir ja in vergangenen Predigten gesehen haben, im Haus Juda das Passa gehalten hat. Sogar auch das zweite Passa. Aber dann ist das alles wieder in Vergessenheit geraten. Aber jetzt kommt Vers 20.
in 2. Chronik 35. Danach, als Josua das Haus hergerichtet hatte, zog Necho, der König von Ägypten, herauf, um bei Karkemisch am Euphrat zu kämpfen, und Josua zog aus ihm entgegen. Vers 21. Aber er sandte Boten zu ihm und ließ ihm sagen: Was habe ich mit dir zu tun, König von Juda? Ich komme jetzt nicht gegen dich, sondern gegen das Haus, mit dem ich Krieg habe. Und Gott hat gesagt, ich soll eilen. Lass ab von Gott, der mit mir ist, damit er dich nicht verdirbt. Aber Josua wandte sein Gesicht nicht von ihm ab, sondern stellte sich, um mit ihm zu kämpfen, und gehorchte den Worten Nechos aus dem Munde Gottes nicht und kam, um mit ihm auf der Ebene bei Megiddo zu kämpfen. Manchmal können wir Rat erhalten von Menschen, von denen wir es gar nicht erwarten. Manchmal können uns unbekehrte Menschen einen Rat geben, der aber durch Gott inspiriert ist. Wir müssen achten darauf, was uns gesagt wird. Hier war das ein Rat, der von dem ägyptischen König kam, der aber von Gott inspiriert war. Und der Josua hat nicht darauf geachtet, hat gedacht, nein, nein, ich muss jetzt kämpfen. Und das war in keinster Weise richtig. Das war keine richtige Entscheidung. Obwohl Josua so viel Gutes getan hatte, so viel Richtiges getan hatte, lässt er sich hier auf was für Gründen, aus was für Gründen auch immer, verführen, das Falsche zu tun. Wir müssen sehr eng zu Gott sein, um erkennen zu können, wann wir dabei sind, etwas Falsches zu tun und es dann nicht tun. Und er hat dann auf der Ebene bei Megiddo gekämpft. Megiddo, das biblische Harmageddon. Das ist, was hier in Offenbarung dann beschrieben steht. Eine große Fläche, wo sich dann die Armeen versammeln werden. Sie werden sich dort versammeln, um dann gegen Jerusalem vorzuziehen, vorzudringen, um dann mit Jesus Christus zu kämpfen, der zurückkommt und auf dem Ölberg steht. Die Menschen sprechen heute von der Schlacht Harmageddon. Von einer Schlacht ist da gar nicht die Rede. Es geht um einen Versammlungsort. Die Menschen werden sich dort versammeln, Har Megiddo, und werden dann nach Jerusalem ziehen, um gemeinsam Christus zu bekämpfen. Die werden so verführt sein, wie auch hier das Volk, von dem wir hier gelesen haben, verführt war. Die haben sich so verführen lassen, dass sie das Falsche als richtig anerkannt haben und das Richtige abgelehnt haben. So wird es auch wiederum gehen. Die Menschen werden meinen, das Tier und der falsche Prophet, das wären die beiden Zeugen. Und die beiden wahren Zeugen, die werden dann als Verführer angesehen von der Masse der Menschen, die so verführt sein werden. Die meinen sogar, Christus wäre der Antichrist oder jemand, der aus dem fernen Weltall kommt, um die Erde zu vernichten. So verführt werden sie sein. Aber diese Verführung muss sie nicht treffen, wenn sie die Bibel verstehen. Aber sie werden sie nur dann verstehen, wenn sie dem gehorchen, was ihnen bereits bewusst und erkannt und bekannt geworden ist. Vers 23. Aber die Schützen schossen auf König Josua, und der König sagte zu seinen Knechten: Führt mich hinaus, denn ich bin schwer verwundet. Und seine Knechte nahmen ihn von dem Wagen und führten ihn auf seinem anderen Wagen und brachten ihn nach Jerusalem, und er starb. Und er wurde in den Gräbern seiner Väter begraben, und ganz Juda und Jerusalem trugen Leid um Josua. Und Jeremia, der Prophet Jeremia, der beklagte Josua. Scheinbar hatte er auch seinen sehr gewaltigen Einfluss auf Josua, nehme ich mal an, denn er lebte ja zu der Zeit. Und er beklagte Josua, und alle Sänger und Sängerinnen redeten in ihren Klageliedern über Josua bis auf diesen Tag und machten eine Gewohnheit in Israel daraus. Siehe, es ist geschrieben unter den Klageliedern. Vers 26. Und was mehr von Josua zu sagen ist, seiner Barmherzigkeit. Andere Übersetzungen haben hier seiner Güte. Nach der Vorschrift im Gesetz des Herrn. Schauen Sie, das Gesetz sagt Ihnen sehr viel über Barmherzigkeit, sagt Ihnen sehr viel über Güte, sagt Ihnen sehr viel darüber, wie Sie Ihren Mitmenschen lieben können und sollen wie sich selbst. Wie ich schon des Öfteren gesagt habe, die ersten 14 Gebote zeigen Ihre Liebe zu Gott. Die letzten 6 der 10 Gebote zeigen Ihre Liebe zum Nächsten. Das ist die Erfüllung des Gesetzes, dass wir unseren Nächsten lieben, den Teil des Gesetzes ansprechen, der sich auf die Liebe zum Nächsten bezieht. Erfüllung heißt nicht wegtun. Sie tun das Gesetz nicht dadurch weg, dass sie den lieben, dass sie den Nächsten lieben. Ganz im Gegenteil. Das Gesetz zeigt ihnen, wie sie ihren Nächsten lieben. Sie lieben ihn nicht, wenn sie ihn umbringen. Sie lieben ihn nicht, wenn sie Ehebruch begehen mit ihrer Frau oder dem Mann des Nächsten. Sie lieben ihn nicht, wenn sie stehlen und so weiter und so fort. Aber was man mehr lesen kann von Barmherzigkeit oder Güte nach der Vorschrift im Gesetz des Herrn, das heißt hier, und seine Geschichten vom Anfang bis zum Ende, sehe, das ist geschrieben im Buch der Könige Israels und Judas. Und sehr viel mehr noch ist über Josua geschrieben in dem Buch Könige, auf das ich hier jetzt nicht eingegangen bin, weil ich mich auf das Buch 2. Chronik beziehen wollte.
Aber leider, wenn Sie die Erzählung weiter dann verfolgen, dann werden Sie feststellen, dass dann danach, es hat noch eine gewisse Zeit gedauert, aber dann letztendlich auch Juda in die Gefangenschaft geführt wurde durch die Babylonier. Ich hoffe, ich habe Ihnen ein wenig nahebringen können, was damals im Hause Juda geschah unter gerechten Herrschern oder nicht unbedingt gerechten Herrschern von Anfang an, aber solchen, die sich gedemütigt haben und dann ihre Bosheit abgestellt haben. Wenn die das konnten, dann können sie das auch. Dann können sie das auch. Machen Sie nicht den Fehler zu meinen, Sie sind ja gerecht und dann schlittern Sie ins Abseits. Oder aber Sie sind böse und können nicht gerecht werden. Beide Extreme werden hier uns erklärt. Aber selbst wenn wir auf gerechte Weise leben, bedeutet das nicht, dass wir nicht noch Fehler machen, wie zum Beispiel auch Josua. Es bedeutet nicht, dass wir nicht auch sündigen, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Aber es bedeutet, dass sie sich der Barmherzigkeit Gottes unterwerfen. Und in dem Maße, wie sie auch Barmherzigkeit anderen gegenüber zeigen. Wenn jemand gegen sie gesündigt hat und bittet um ihre Vergebung, vergeben sie ihm. Natürlich, wenn einer keine Reue zeigt und nach wie vor gegen sie sündigt, dann brauchen sie auch nicht zu vergeben. Es geht aber darum, dass sie auch insoweit eine vergebungsbereite Haltung haben müssen. Wenn sie nicht willens sind, ihrem Nächsten zu vergeben, dann wird Gott ihnen auch nicht vergeben, sagt Christus. Aber es geht eben auch darum, dass sie sich der Barmherzigkeit Gottes unterwerfen. Das heißt, die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht, denn sie haben diese Barmherzigkeit, die ja von Gott kommt, anderen gegenüber erwiesen und können dann auch auf die Barmherzigkeit Gottes pochen, der sie ihnen geben wird. Aber es geht darum, dass sie sich vom Fluch des Gesetzes befreien. Nicht vom Gesetz, sondern von der Strafe der Übertretung des Gesetzes und aufhören, es zu brechen und es zu erfüllen, indem sie Liebe zu Gott und dem Nächsten in ihrem Leben manifestieren. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und habe Dank für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.